Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Punktspiel zwischen Holstein Kiel und Werder Bremen 2. Die Partie endete vor 4.576 Zuschauern 3:1 für Holstein Kiel. Ich begrüße Florian Kohfeldt von Werder Bremen und Markus Anfang von Holstein Kiel und würde Herrn Kohfeldt gerne bitte uns ein Statement bitten. Ja, zunächst mal herzlichen Glückwunsch nach Kiel, Markus, Tom. Ich denke, alles in allem aus meiner Sicht dann am Ende ein verdienter Sieg für Holstein. Fand vom Spielverlauf her die ersten 20 Minuten ganz klar. Klar, für Kiel haben wir versucht, sehr hoch und aggressiv zu pressen. Das haben sie gut ausgespielt. Hatten dann auch aus meiner Sicht zwei sehr hochkarätige Torchancen, von der das eine dann zum Tor führt, auch völlig verdient. Nach 20 Minuten haben wir es dann ein bisschen tiefer gestellt, trotzdem aggressiv geblieben. Haben dann aus meiner Sicht ein bisschen Spielkontrolle auch gewonnen, ausgeglichen, vielleicht teilweise sogar mit ganz leichten Vorteilen für uns bis zur Halbzeit. Der Ausgleich aus meiner Sicht nicht unverdient. Kommen aus der Halbzeit, ähnliches Spiel wie dann nach 20 Minuten, auch selbe Ausrichtung, kriegen dann sehr unglücklich aus meiner Sicht nach dem Konter, der abgefangen wird, dann ein gutes Umschaltverhalten von Kiel und dann am Ende aber trotzdem auch eine Einzelaktion, wo wir mit zwei Mann in Ballnähe sind. Müssen wir einfach besser verteidigen, kriegen dann das 2:1. Ja, und dann passiert das, was vielleicht bei U23-Mannschaften dann häufig passiert. Dann nehmen wir die Hektik mit in dem Spiel und dann war es ein offenes Spiel, ein Hin und Her. Und das können wir dann nicht gewinnen. Da hätten wir ein bisschen mehr Ruhe, mit Ruhe weiterspielen müssen. Und dann das 3:1. Gut, 2:1 wär vielleicht ein Tick gerechter gewesen, aber das spielt dann auch keine Rolle mehr. Wie gesagt, Kompliment an Markus und Tom. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Das Gefühl, dass da eine sehr, sehr gut organisierte Mannschaft auf dem Platz stand von Holstein Kiel, die auf viele Antworten auf das hatte, was wir probiert hatten. Und ich kann meinen Jungs in puncto Einsatz, in puncto Willen überhaupt keinen Vorwurf machen. Glaube auch, dass wir für die kurze Zeit, die wir jetzt zusammen sind, schon Kieler zumindest vor die eine oder andere Aufgabe gestellt haben. Und werden den Weg weitergehen, werden uns entwickeln und werden dann auch unsere Ziele erreichen. Damit vielen Dank und viel Erfolg für den Rest der Saison. Ja, vielen Dank, Herr Kohfeldt. Markus, was sagst du zu dem Spiel? Ja, danke schön erstmal, Flo. Eigentlich habe ich das Spiel genauso gesehen. Wir waren in den ersten 20 Minuten, erste Halbzeit waren wir doch sehr präsent, haben das Spiel auch dominiert, haben gute Aktionen nach vorne gehabt. Haben dann wesentlich besser als in den letzten Wochen in der Box uns verhalten. Oftmals auch die Bälle mal in die Box reingespielt, was wir auch gefordert haben, dass wir mal Torgefahr ausstrahlen. Das haben wir in den ersten 20 Minuten auch gemacht. Und dann, warum auch immer, fangen wir an, eigentlich mit vielen individuellen Fehlern den Gegner aufzubauen. Haben keine Ruhe in unserem Spiel, können Spielsituationen wesentlich klarer ausspielen, verlieren dann den Ball, kriegen dann Konteraktionen, haben viele Standardsituationen gegen uns dann in der Phase und auch die selbst, obwohl wir geglaubt haben, dass wir zumindest mit in Standardsituationen die vielleicht kopfballstärkeren Spieler in unseren Reihen haben, selbst da hat Bremen dann auch wesentlich mehr Bälle gewonnen und so ist dann auch das Ausgleich oder der Ausgleichstreffer gefallen, auch Ballbesitz und wir schenken den Ball eigentlich her im Mittelfeld, kriegen die Konteraktion und dann kommt er im 16er halt nochmal zum Torabschluss. Gut, in der zweiten Halbzeit war es dann wieder so, wie es eigentlich zu Beginn war. Die ersten 20 Minuten waren wir wesentlich griffiger, waren auch gut im Spiel wieder und waren dann aber nicht so zwingend wie in der ersten Halbzeit. Schießen dann das Tor, können danach auch noch das 3:1 schießen und das Spiel schon wesentlich früher entscheiden. Aber auch da war es dann wieder schwierig, oftmals individuelle Fehler, die uns wieder daran gehindert haben, die komplette Dominanz und den Ballbesitz so ein bisschen für uns zu haben. Man muss auch sagen, die Bremer haben es richtig gut gemacht. Die haben uns auch immer wieder schwierige Situationen gestellt, die wir lösen mussten. Das haben wir einigermaßen hinbekommen. Zumindest haben wir es geschafft, dass wir in der zweiten Halbzeit kaum Toraktionen von Bremen zugelassen haben. Also ich kann mich jetzt an keine großartige erinnern. Ich glaube einmal am zweiten Pfosten nach einer Standardsituation. Ansonsten haben wir wenig zugelassen in der zweiten Halbzeit. Selber haben wir viele Konteraktionen gehabt und hinten raus machst du im Konter das 3:1. Aber
Im Großen und Ganzen ist es so, wir haben in den letzten Wochen doch unheimlich gute Spiele gemacht über die volle Distanz. Wenn ich jetzt an Magdeburg erinnere oder an Duisburg erinnere, waren aber nicht so effektiv. Heute war die Effektivität wesentlich mehr gegeben. Aber die Spielkontrolle, die war heute nicht komplett über die 90 Minuten da. Da hat uns Bremen schon Schwierigkeiten bereitet. Danke. Vielen Dank, Markus. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Okay, dann habe ich noch zwei Veranstaltungshinweise in eigener Sache. Morgen spielen wir unsere U19 in der Bundesliga gegen VfL Osnabrück um 10 Uhr in Prohlsdorf und um 14 Uhr unsere U23, das Spitzenspiel in der Schleswig-Holstein-Liga gegen Strand 08. Dann wünsche ich den Bremern eine gute Heimreise und uns ein Wiedersehen am 5.11. gegen Rot-Weiß Erfurt. Danke.